Wasserlauben DAX. Er ist es seit der Woche wie eine Flasche leer. Viele von Ihnen werden sich vielleicht an die legendäre Wutrede des ehemaligen Bayern-Trainers Giovanni Trapattoni erinnern, der damals die Leistung seiner Spieler offenkundig nicht okay fand. Und für diejenigen, die long im DAX positioniert sind, die blicken in die USA, die blicken an die Wall Street, wo sich die Wall Street eine knackige Blase nach der anderen leistet. Und der DAX, der dümpelt vor sich hin. Und das, obwohl doch die Impfstoffhoffnung da ist, die vor allem doch den traditionellen Firmen, den Value-Firmen eigentlich helfen sollte, aber irgendwie geht nichts voran. Und das angesichts der Tatsache, dass ja geradezu Billionen jetzt stimuliert wird. Da wird dieser PEP aufgestockt und. Also man kann es ja kaum mehr zusammenzählen. Und schauen wir uns diese Geschichte mal an. Hier zunächst mal, okay, da sehen wir, dass vor allem Italien jetzt sowieso schon am meisten profitiert hat und durch diese neue Aufstockung jetzt von 500 Milliarden noch mal mehr profitierte. Das freute die Giovanni, super für Italia, aber es ist nicht so gut für die deutsche Land. Da sehen wir, dass das nicht so viel ausmacht bei Deutschland. Spanien, zweitgrößter Profiteur vor Frankreich. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Da ist also offenkundig eher das südliche Europa doch durchaus unterstützt durch diese Hilfsmaßnahmen. Was macht der DAX aus dieser ganzen Geschichte? Es ist ja maximaler Stimulus, der eigentlich da kommt durch Regierung in Deutschland, durch eben die EU, durch die Eurozone, durch die EZB. Das ist hier der DAX im Prinzip seit Juni. Und da sehen wir, da ist eigentlich überhaupt nicht viel passiert. Wir hatten diesen Absacker im Oktober, dann kam die Impfstoffmeldung, dann hat sich der DAX erholt, aber irgendwie über 13.400 Punkte in diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Da geht es nicht drüber. Warum geht es nicht drüber? Große Frage. Und da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Belastungsfaktor, doch dazu gleich mal mehr. Was hat dieser ganze Stimulus gebracht? Was bringt dieser ganze Stimulus hier? Dr. Hans-Helmut Horn, ein Ökonom, der in Kassel an der dortigen Uni lehrt, hat hier, wie ich finde, einen sehr treffenden Tweet abgesetzt. Jede Krise seit 1987 wurde mit monetärer Lockerung beantwortet. Das führte zu laufend höheren Schulden und wachsenden Instabilitäten im Finanzsystem, mit der Folge, dass die nächste Krise jeweils größer war als die vorherige und wiederum größere Interventionen erforderte. Bingo, das ist genau der Mechanismus, was ablaufen tut, könnte man sagen. Das ist also genau diese Systematik, die wir sehen und die jetzt sozusagen in eine neue Eskalationsstufe geradezu gekommen ist, wenn man will. Und wir haben Aussagen von dem derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell, der sich dessen ja eigentlich schon bewusst zu sein scheint. 1912 hat er gesagt, it will never be enough for markets. Es wird also nie genug sein für die Märkte. Die Benefits dieser Anleihekäufe, die werden überschätzt. Wir encouraging risk-taking, that should give us a pause. Also wir befördern dieses Risiko nehmen, diesen moral hazard, wie man auch sagen könnte. Investors understand we will be there to prevent serious losses. Die Investoren, die werden verstehen, dass wir faktisch ihre Verluste abfedern, ihre Verluste absichern. We are blowing a fixed income bubble. Wir blasen eine Anleiheblase auf. Ja, das kann man sagen, sonst wären die Renditen ja woanders. Und noch kauft ja die Fed und auch die EZB nicht Aktien, anders als die Bank of Japan das ja schon tut. Es wird wahrscheinlich dann der letzte Schritt sein, der kommen wird. Jedenfalls wird aber trotzdem auch der Aktienmarkt durch die Käufe eben dieser Staatsanleihen nach oben gepusht, denn das macht die Anleihen tendenziell unattraktiv und sorgt für finanzielle Repression durch die Abschaffung von Zinsen. Dann muss das Geld irgendwo hin. Das Geld ist dann eben in die Aktienmärkte gekommen, in die Vermögenspreise gegangen. Wenn man so will, American Billionaires, hier diese Schlagzeile heute von Squawk, CNBC, gained $1 trillion in wealth this year, just this year. Also nur in diesem Jahr, das ja so schwer die Wirtschaft geschädigt hat, in diesem Corona-Jahr, haben die amerikanischen Milliardäre nochmal eine Billion an Vermögen Zuwachs gehabt. Das ist natürlich der absolute Hammer. Und alleine, jetzt kommen wir mal zu diesem Punkt, das wollte ich eigentlich zeigen zuerst, alleine
hier diese beiden Herrschaften, nämlich Elon Musk und Jeff Bezos, die besitzen ungefähr so viel Vermögen, wie jetzt über ein weiteres Stimuluspaket in den USA diskutiert wird. Da geht es ja um diese 906 Milliarden Dollar, die da nochmal reingepumpt werden sollen. Vielleicht dann auch wieder Schecks für die notleidenden Amerikaner, die arbeitslos sind. Wie gesagt, das ist ungefähr so viel, wie alleine Elon Musk oder eben Jeff Bezos besitzt. Das ist unglaublich. Und jetzt haben wir ja, nachdem wir die EZB-Sitzung erfolgreich hinter uns gebracht haben, in der nächsten Woche dann die FED-Sitzung. Und wir sehen hier, die Financial Conditions sind so lax, sind so easy wie noch nie. Es ist also so viel Liquidität im System, Geld ist so einfach zu bekommen, ob als Kredit, ob als Gewinn durch Aktiengewinne, wie noch nie. Wenn die FED gesund ist, sagt hier Andreas Steno Larsen von Nordea, dann werden sie nicht noch mehr Lockerungen in der nächsten Woche machen. Das Einzige, was ja vielleicht kommt, ist sogenannte Operation Twist, dass man also die Laufzeit der Anleihen, die man verlängert, verschiebt von durchschnittlich 6 auf 10 Jahre. Mal sehen, ob das kommt. Diese beiden Herrschaften, die gute Laune haben, haben wir schon gesehen. Weniger gute Laune haben dagegen 63% der Amerikaner. Denn wie eine neue Umfrage gezeigt hat, sind diese 63% abhängig von Paycheck zu Paycheck. Die hangeln sich also von Monatslohn zu Monatslohn. Das war am Anfang der Pandemie im März zum Beispiel, waren es nur 53%. Das heißt, 10% sind da noch dazugekommen. Nur 37% also der Amerikaner, die können zum Beispiel es mal verkraften, wenn ein Monatslohn ausfallen würde oder wenn sie einen Monat kein Geld verdienen würden. Und das bringt so diese ganze Diskrepanz auf den Punkt. Das bringt dieses ganze Konfliktpotenzial, das hierin steckt, auf den Punkt, diese immense Diskrepanz, die das System insgesamt drohte, von innen heraus zu sprengen. Und jetzt sehen wir hier folgendes Cover, meine Damen und Herren. Das ist von Moneyweek, das ist das meistverkaufte Finanzmagazin in Great Britain, in Großbritannien also. Und da heißt es The Roaring Twenties, die röhrenden 1920er Jahre. Es gab ja da so einen Boom, so einen Aufbruch in den 1920er Jahren. Hier sehen wir nicht umsonst Janet Yellen, die als eine Befürworterin einer ultralaxen Geldpolitik gilt. Ehemalige FED-Chefin, jetzt ja nominiert als Finanzministerin im Kabinett Biden. Und was die 1920er Jahre betrifft, das ist vielleicht gar nicht so falsch, wenn gleich eher Richtung Ende 20er Jahre tendierend, nämlich wir haben jetzt eine Bewertung beim S&P 500, die, wenn wir jetzt mal das Price-Earnings-Ratio über die letzten 24 Monate nehmen, höher ist als in der Dotcom-Blase, muss man sich hier mal vorstellen. KGV von 26 durchschnittlich. Und das Lustige ist, jetzt kommt ja bald Tesla auch in den S&P 500. Und wie sage ich das jetzt, um die Religionsgemeinschaft Tesla nicht gleich wieder auf die Barrikaden zu bringen, da Tesla ja eine gewisse Bewertung hat, versucht es diplomatisch zu formulieren, gell? Also jetzt nicht gerade billig ist in der Bewertung, aber fast kein Geld verdient eigentlich ohne diese Umweltzertifikate, diese CO2-Emissionszertifikate eigentlich gar kein Geld verdient, gell? Also bitte seid mir nicht böse, liebe Tesla-Freunde, aber man muss es mal sagen. Dann jedenfalls wird der S&P 500, was das KGV betrifft, schlagartig noch teurer, nämlich von 27. Das Trailing Price-Earnings-Ratio, also das sozusagen durchschnittliche, über einen bestimmten Zeitraum verlaufende Price-Earnings-Ratio, Kurs-Gewinn-Verhältnis, springt dann von einer Sekunde auf die andere, von 27 auf 44, und das Forward PE, also das vorwärtsgerichtete Price-Earnings-Ratio, von 22,1 auf 24,3. Mit einem Wort, wenn Tesla in den S&P 500 kommt, dann wird der S&P 500 schlagartig sehr viel teurer, als er jetzt schon ist. Wie gesagt, wir sind eigentlich schon teurer als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Und das bringt hier von der Deutschen Bank Reed auf den Punkt, der sagt, wir haben einen IPO-Markt in den USA, der sich so verhält wie 1999 auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble. Dann hatten wir jetzt ja Erstanträge am gestrigen Donnerstag, die sehr, sehr schlecht waren. Wir haben neue Covid-19-Restriktionen, teilweise härtere Lockdowns. London überlegt jetzt oder wird wohl in einen härteren Lockdown gehen. New York wird ab Montag Indoor-Dining verbieten, also es darf in Restaurants nicht mehr gegessen werden. Hier in Deutschland ja einzelne Bundesländer, da wird jetzt noch mehr kommen, nachdem die Todeszahlen wie auch die Fallzahlen so hoch waren heute wie noch nie. Und wir sehen, dass gleichzeitig eben diese Stimulus-Talks nicht wirklich weitergehen. Also diese ganze Geschichte in Sachen Stimulus
Abschluss, kommt er denn, kommt er nicht? Bisher sieht es jetzt noch nicht so aus. Und dann eben auch Brexit ist ein Thema, das scheint jetzt so langsam, vielleicht sogar auch ein bisschen die Wall Street zu interessieren. Es interessiert wahrscheinlich auch den DAX, denn vor allem die deutschen Autokonzerne wären davon ja stark betroffen, weil die sehr viel Zwischenverarbeitung haben in UK, das wäre dann ein Riesenthema. Und jetzt nehmen die Finanzmärkte vielleicht so langsam diese Brexit-Gefahr ernst. Wer weiß, ob da nicht doch in letzter Sekunde irgendwie ein windelweicher Kompromiss rauskommt. Jedenfalls warnt jetzt hier Morgan Stanley, dass die britischen Banken 20% verlieren könnten, wenn diese Brexit-Talks dann scheitern sollten. Das muss ja bis Sonntag, so ist die letzte Deadline, gell? Oder die vorletzte oder drittletzte, man weiß es nicht so genau, vielleicht die 27. letzte, das kann man nicht genau wissen. Da wird vielleicht nochmal Lustiges passieren, jedenfalls auch das britische Pfund ist jetzt ein bisschen stärker unter Druck, nachdem hier das Cable ja noch sehr optimistisch war in letzter Zeit. Kommen wir jetzt nochmal zu Politik, kommen wir jetzt zu dem Electoral Day, der ja am kommenden Montag ist, also da, wo eigentlich die Wahlmänner dann ihre Stimme abgeben, faktisch den neuen Präsidenten dann wählen. Und Donald Trump hat heute einen Tweet abgesetzt, den ich sehr, sehr aufschlussreich finde, denn er sagt, now that the Biden administration, er spricht das erste Mal von einer Biden-Administration, will be a scandal-plagued mess for years to come. Also die Biden-Administration wird eine Skandalgeplagte sein. Da bezieht er sich auf diese Geschichte mit seinem Sohn Hunter Biden, diesem Laptop. Sie kennen vielleicht diese ganze Sache. Dass also mehr oder weniger nach meiner Auffassung, wie ich es verstehe, das Eingeständnis, dass diese Geschichte verloren ist, vielleicht kann mich täuschen, aber jedenfalls auffällig ist, dass er erstmals von der Biden-Administration spricht und von years to come, also von den nächsten Jahren. Er geht also jetzt scheinbar doch davon aus, dass er Biden der nächste Präsident wird, und die Laune bei den Anhängern der Republikaner ist deutlich schlechter geworden. Wir hatten heute die Verbraucherstimmung der Universität Michigan, die besser war als erwartet. Warum? Weil die Demokraten regelrecht oder die Anhänger der Demokraten regelrecht euphorisch jetzt sind, während die Republikaner noch depressiver sind als vor 4 Wochen, als das Wahlergebnis ja auch schon feststand, aber man eben scheinbar noch mehr die Hoffnung hatte, dass es da doch irgendwie noch eine Drehung gibt. Wie gesagt, die Zeit läuft jetzt davon, wenn da jetzt nicht noch ein Wunder passiert, dann war es das mit der Präsidentschaft von Donald Trump, die dann am 20. Januar wirklich enden würde. Und wir haben ja diese massive Rallye gesehen, Dow Transportation Index, also der Transportindex Dow Jones, mit 9 Allzeithochs, in der Hoffnung, dass dann sozusagen die Welt nach Corona, wenn sie denn so kommt, viel besser wird als vor Corona. Jetzt allerdings mahnende Stimmen erstmals. Die Deutsche Bank hat jetzt gesagt, wir stufen einige US-Fluglinien ab, denn die haben their best ever showing for the December quarter. Also die haben die beste Performance geliefert, diese Aktien, seit es Aufzeichnungen dieser Daten gibt oder seit das so erfasst wird, nämlich seit 1999. Outperformte den Markt im Verhältnis von 4:1, und da hat man also praktisch schon 2 Jahre auf Earnings Growth eingepreist, so sagt es die Deutsche Bank. Also vielleicht kommt da so ein bisschen Ernüchterung rein. Jetzt haben wir in der nächsten Woche die Situation, dass wir nicht nur die Fed-Sitzung haben, also nochmal Action jetzt vor Weihnachten, sondern wir haben am kommenden Freitag dann eben auch den großen Verfall. Und da bin ich gespannt, was passiert, denn es ist ja vor allem über Call-Optionen wahnsinnig große Volumina sind da gehandelt worden. Die Broker mussten sich absichern, mussten sich hedgen, indem sie das Underlying kaufen als Future bei Indizes oder als physische Aktie, wenn es eben Aktien war, weil alle long gegangen sind. Da muss man dann sozusagen seine Risiken ausbalancieren als Broker. Wenn diese Absicherungen wegfallen, dann könnte es nochmal ungewöhnlich werden. Also wenn die Broker diese Absicherungsgeschäfte, die sie eingegangen sind, diese Absicherungskäufe, wenn sie die dann auflösen, weil nicht mehr nötig aufgrund des Verfalls, dann könnte es nochmal überraschend werden. Schauen wir mal, was passiert. Jedenfalls der DAX ist wie eine Flasche leer. Sehr enttäuschend, muss man sagen. Ich bin sehr enttäuscht. Ich habe gar keine DAX, aber es ist enttäuschend, oder? Es ist wirklich doch ein ziemliches Trauerspiel, und das, obwohl der DAX so viel Value hat und wahrscheinlich doch nicht wirklich teuer ist, würde ich sagen. Aber vielleicht konnte der Brexit da doch ein paar Bremsspuren hinterlassen, die jetzt eingepreist werden. Man wird sehen. Ich wünsche jedenfalls ein wunderschönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir uns in alter Frische am Montag wiedersehen. Ich sage ciao, arrivederci, servus und macht's es gut. Bis dann, servus.